Sonne, moin moin und herzlich willkommen wieder zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit Apocalypse Naumod hier. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Danke, danke, danke schön. War das eine Folge, wa? Das war mal eine Horde. Wir haben es überlebt, auch wenn wir ein bisschen Schaden bekommen haben. Ein bisschen ist gut. Wir brauchen Titan. Wir müssen ins Wasteland, ob ich möchte oder nicht. Eigentlich habe ich keinen Bock, aber wir müssen. Hier läuft noch weiter durch. Das ist in Ordnung. Da können wir weiter aufwerten. Ich habe nach der Folge halt alles, was hier drin war, schon fertig. Das dauert ja ewig, ne? Habe ich eingesammelt und schon mal soweit repariert. Ja. Hier ist noch ein bisschen High-Quality-Metal. Das läuft hier auch durch, weil da bin ich noch am Einschmelzen. Hier haben wir aktuell nichts drin, aber unser Schwarzpulver ist fertig. Das können wir mal rausholen. So, gucken, wie viel da rauskommt. Wir werden sehen. Dankeschön, 5500. Das können wir auch direkt mitnehmen. Haben wir 18.000 Benzin. Sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt direkt mal hier gucken. Da haben wir noch 500 von den Steel Bullet Chasings. Da haben wir auch noch was. Hier haben wir noch Geschossspitzen. Das heißt, ich glaube, maximal 500 könnten wir machen. Aber... ja, 507. Siehst du, dann haben wir nämlich keine mehr. Können wir das schon mal auf Seite legen. Der Rest ist auch nicht mehr so viel. Rein hier und rein hier. Das heißt, das läuft jetzt durch. Wir haben 120 Schuss. Wir werden so aufs Maul kriegen, wenn wir ins Wasteland gehen. Garantiert. Und wir haben 16 Uhr. Das heißt, es wird dunkel, ne? So, du weißt Bescheid. Du weißt Bescheid. Aber wir müssen, ob wir wollen oder nicht. Es bleibt nichts anderes übrig. Hier haben wir noch 117, da können wir jetzt auch noch was machen. Was ist das hier? Mashed Potatoes, Kartoffelbrei. So, das kann mal weg hier. Die Dynamitstangen, der auch. Den benutze ich sowieso nie. Das kann eingeschmolzen werden. Bergbau, Beton und das kann weg. Erste Hilfe kann weg hier. Essen, Trinken, Burgerbrötchen haben wir noch hier. So, und die können auch noch eingeschmolzen werden. Die tun wir jetzt hier rein. Ich weiß nicht, ob wir die hier noch... wie viele können wir denn machen? 13, weil wir kein Eisen haben. Also wir brauchen auch noch Eisen. Wir müssen Eisen suchen gehen. Mann. Wie viel haben wir hier drin? Da müssten wir noch genug haben. Das heißt, fangen wir erstmal an mit dem Hanftroll. Der schreibt, das war ja eine spannende Horde. Kannst du die Gitter nicht doppelt setzen? Dann hättest du mehr Schutz. Ich weiß nicht, ob die dann nicht wieder gucken, dass sie irgendwo schneller durchkommen und anfangen irgendwo rumzuböllern. Das möchte ich halt nicht. Deswegen müssen wir ganz genau gucken und aufpassen. Eigentlich hält das ja auch, wenn man denn dann es zwischendurch auch repariert, ne? So, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir wollten hier auf jeden Fall nochmal die Hälfte mitnehmen. Da können wir schon mal... aha. So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal ein Rezept machen. Frage ist, welches machen wir? Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Miner. Haben wir den eigentlich? Wie hoch haben wir den jetzt schon? Ich möchte den auf Max kriegen, damit wir so viel wie möglich da rauskriegen. Weil wir sehen ja jetzt, wie viel wir brauchen, ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich möchte immer weiter da den Dingen skillen. Engineer, Medic, Miner. Hier. Fertigen. Es ist zwar schade für die anderen, aber ich möchte mehr und mehr und mehr und mehr Ressourcen daraus kriegen. So, flitzeln wir mal. Das heißt, ich sehe es jetzt nicht so. Wir müssen hierhin Titan holen, ja? Aber... ja, wie soll ich sagen? Wie soll ich es sagen? Es ist halt, es ist zu gefährlich, ja? Wir haben nichts. Wir haben eine AK mit 120 Schuss. Also die ist in 2 Minuten weg. Und wenn da ein verstrahlter Biermod kommt oder so, ich habe das Moped gar nicht mitgenommen, habe ich da liegen lassen, dann nützt uns unsere Machete auch nichts. Und schon gar nicht nachts, ne? Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal, auch wenn es dunkel ist, hier rum. Und sammeln noch weiter das Zeugs ein, was auf dem Boden rumliegt. Das geht ja relativ schnell mit dem Bohrer. Und wenn dann noch Zeit ist, tun wir nachher, wenn es hell ist, mal Richtung Wasteland aufbrechen. Oder einfach dann in der nächsten Folge, wenn wir wieder ein paar Ressourcen haben. Guck mal, hier ist zum Beispiel schon was, das können wir einsammeln. Dann können wir heute einfach ganz gemütlich hier Ressourcen sammeln. Das ist zwar nicht sonderlich spannend, aber du siehst ja, es muss sein. Ansonsten ist die nächste Horde dann Essig, ne? Dann ist da ja nichts mehr. Und wir müssen zusehen, dass wir noch mehr Schmieden dahin stellen. Auf jeden Fall. 2 reichen im Leben nicht. Ja. Vielleicht werden wir das andere Zeug noch skillen, so dass wir dann schneller craften und. Man sieht das schön hier. Hier ist jetzt alles aus Stahl.
Das hatten wir ja. Hier ist Stahl. Der Stahl ist soweit repariert. Hier ist leider noch alles kaputt. Auch das Titan, das kriegen wir ja nicht repariert, weil wir keins haben, ne? So, wie viel haben wir hier? 57. Damit müssten wir ein bisschen repariert kriegen. Da können wir auch ohne Probleme dann einfach durchholzen, weil wir haben ja keinen Titan, um es noch weiter aufzuwerten, wo wir nicht wollen. So, machen wir das mal. Da unten auch. Die kriegen echt übel auf die Mappe. Oh, da, jetzt haben wir den aufgewertet. Wollte doch erstmal reparieren. Reparieren ist wichtiger als aufwerten. Schon wieder! Komm, hier ist jeden Tag hier, oder was? Alter Falter. Willst du mich veräppeln? Ich wusste es doch. Warum leckt das so, weißt du? Holy moly. Na, Elke will was von uns. Komm her. Alter. Aber wird das jetzt hier irgendwie zum Volksfest? Immer dieser Wanderclub. Ja. Hui. Kommen die jetzt alle? Ah, das sind ein paar, ne? Okay, ich bin weg. Alter, was wollen die von uns? Jetzt sind sie alle da. Warum? Wenn wir die so auseinanderziehen können, dann geht's einigermaßen. Tschüss. Ey, du. Komm mal her. Ein wilder Mutierter. Pfui, Deivel. Da spuckt er uns direkt an. Ja. Guck's dir an. Oh Mann, du könntest direkt nach Hause fahren. Oh mein Gott. Warum kommt denn jetzt am Anfang jeder Folge eine Wanderhorde? Kann mir das mal wer verraten? Eieieiei. Hier ist noch alles totes Fleisch. Naja. Besser da als hier. Hätten wir uns eigentlich nach oben flüchten sollen, ne? Da rein. Aber jetzt ist es so. Was soll man machen? So, so viel zum Ressourcensammeln, ne? Erste Hilfe, gib mal einen Honig. Haben wir ohne Probleme. Vitamine haben wir auch. Dankeschön. So, das Buch ist fertig. So, so. Haben wir das? Jawohl. Oh Mann. Wir wollten doch nur Ressourcen sammeln. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir die da wegkriegen, weil die stehen ja da rum, ne? Die gehen ja nicht weg. Tiss, tiss, tiss. Mal gucken, wo und wie. So. Ich hoffe, sie verteilen sich jetzt von alleine ein bisschen. Ah, die eiern überall rum, ne? Ja. Hallo! Zwei Stück. Weg. Ja, Honau auch Kellen, du. Die Polizisten müssen nicht sein. Da steht noch einer rum. Juhu, mal gucken, so viele wie geht, einfach mit der Machete wegmachen. Man sieht's ja schön, ne? Hallo! Feral Radiated, okay. Der Krause. Müssen wir da hinten gucken. Ich will die weg haben. Wenn wir nochmal hinkommen zum Reparieren und so. Die sollen nicht davor rumlaufen. Wo der Polizist und alles hin ist, keine Ahnung. So, drei Schuss, weg. War einfacher. Wenn der spuckt. Das will ich nicht. Ecke! Hallo! Tough. Dankeschön. So, sonst noch irgendwer hier? Ich sehe nichts. Hier können wir noch ein bisschen reparieren, ne? Oder haben wir nichts mehr? Ne, wir haben nichts mehr, verdammt. Aber wenigstens schon mal ein bisschen was repariert. Alter Falter, immer diese Wanderhorn. Jetzt müssen wir gucken, wo die Polizisten da hinten rumhüpfen. Die sind ja auch noch irgendwo hier.
Oder sind die mittlerweile despawned, verreckt oder was weiß ich? So, hier hatte ich, glaube ich, ein bisschen Lehm geholt. Hier sehe ich nichts mehr. Guck mal, da ist noch Blei. Das kann man mitnehmen. Eieieiei. Keine 5 Minuten Ruhe hier, ne? Keine 5 Minuten. Lord Waldimort schreibt übrigens, was für eine Folge. Mach weiter so. Liebe Grüße an alle in Ordnung und natürlich an dich. Danke, Waldi. Gruß zurück. Ja, die letzte Horde, die war echt gut, ne? Die war gut. So, ich bereite mich jetzt jede Folge darauf vor, ey. Am Anfang immer Wanderhorde, Wanderhorde, Wanderhorde. Das ist, uff, so, wir können hier einmal noch Punkte verteilen, oder? 3 haben wir. Sehr gut, ich möchte nämlich hier, wie gesagt, weiter. Jetzt haben wir schon, Pool Damage 60 und Block Damage 90%, 70 und 105. Mach mal. Hauptader geht auf 7. 90% mehr, 105, nochmal 15% mehr. Genau das meine ich nämlich und das brauchen wir. Wenn wir das haben, müssen wir noch Schmieden aufstellen. Wir müssen unsere Basis mal weiterbauen da. Das geht gar nicht so. So, das waren jetzt schon wieder 1000 Blei. Sehr gut. 1035 Blei, da bin ich mit dabei. Das heißt, wir können einfach hier so durch die Gegend cruisen und gucken, wo Ressourcenhaufen sind. Oder wo einfach so gelbe Säcke in der Gegend rumliegen. Auch sehr gut. Dankeschön. So, können wir direkt mal trinken hier. Wunderbar, lecker Kirschsaft. Boah, wobei das überhaupt nicht so meines ist, muss ich sagen. Ah, guck mal hier. So, da hinten ist auch wieder Tiberium. Das können wir auch einsammeln. Juhu! Zack, zack. Übrigens nochmal danke an Andreas. Der hat auch geschrieben. Die Blessings Mod, die kann auch in die AK. Dann werden wir uns dafür auf jeden Fall für die nächste Horde auch noch eine bauen. Oder wir brauchen eine bessere AK, dass wir die noch zusätzlich da reinpacken können. Weil mit der Machete kommen wir eh nicht mehr weit in der Hortennacht. Da können wir die da rausnehmen. Das ist ein Normalo hier, der ist mir egal. Guck mal, da ist wieder was. Wow, schon mal dran. Hier fehlt was. Oder die Moppels haben was weggehauen. Kann ja auch sein. Da hinten ist ein Wolf. Da ist noch was. Ah, ich hatte hier hinten auch noch eine Mine. Da könnten wir auch hingehen. So, dann können wir da die Nacht über buddeln, auch wenn wieder Frau Schreiertante kommt. Weil die Wanderhorde war ja jetzt gerade, ne? So, da war meine neue Mine. Neben der Titanmine. Dann können wir da noch ein bisschen buddeln gehen. Ach, halt die Klappe. Ist da was Stiefaschi. Guck mal, da ist Elke. Elke sage ich schon. Wilma. Alle hüpfen so hier rum. Heute ist wieder viel los. Die Zombies fliegen tief. Achtung. Bam. Weg ist sie. So, da ist mein Loch hier. Ah, ich nehme dich mal mit. Geht nicht. Hast noch Zeug drin. Okay. So. Komme ich da runter? Ja. Okay. Ding, 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 ding. Das geht wirklich runter bis auf den Bedrock. Zack, du darfst stehen bleiben. Alles Eisen hier. Geil, oder? Richtig, richtig geil. Da können wir jetzt rumwüten. Vorher aber der Kommentar vom Klaus. Moin, lieber Edo und Edenauten. Eine sehr schöne Hordenfolge. Ich fand, das lief doch recht gut. Würde es vielleicht Sinn machen, über dir auch Gitter zu setzen? Dann könntest du die Geier zwischendurch erledigen. Durch das Loch können sie anscheinend nicht durch. Freue mich schon auf die nächste Wasteland-Folge. Wie immer, vielen Dank für deine Zeit und Mühe. Liebe Grüße an dich und alle Edenauten. Gruß zurück, Klaus. Ja, hatte ich auch schon überlegt. Wir können statt dem Block da über uns, wo wir immer stehen mit den Granaten, machen wir einfach so ein Gitter hin. Da kommen die Geier auch nicht durch. Und wir können aber zwischendurch immer hochschießen und sie dezimieren. Ne? Das können wir auch. Was mir übrigens auch einfällt, guckt mal hier. Jetzt sind es schon ein bisschen mehr, ja. Aber es waren über 500 Zombies letzte Nacht. Ne? Erinnert ihr euch? Vorher waren wir bei 2299 und jetzt sind wir bei 2879. Also das ist eine ganze Menge. Wir werden instant eine Schreitante hier haben. So viel Eisen, wie wir hier weghauen. Aber das ist nicht schlimm, das High-Quality-Metal, das brauchen wir im Moment wie blöde.
So, und ich hoffe, hier kommt auch noch irgendwo Kohle lang und so, weil Kohle, Nitrat brauchen wir auch. Blei, alles für die Waffen. Ja, weg mit dem Zeug. Wir sammeln jetzt alles ein hier. Und dann können wir jedes Mal, wenn leer ist, gerade wieder einen Kommentar vorlesen. Das geht ja jetzt Gott sei Dank relativ schnell. Steine brauchen wir nicht mehr. Wirklich nur die Ressourcen. Wir haben nur 70.000 Steine zu Hause liegen, das reicht. Wir werden jetzt später wieder eingeschmolzen, wenn wir mal unsere Basis irgendwann bauen können. Ich glaube, wenn das so weitergeht, ne, dann kommen wir gar nicht mehr dazu, noch die nächste Mod zu spielen. Dann kommt schon wieder Alpha 21. So. Sehr schön. Hier haben wir noch 490. Wir haben einen großen Tank drin. Da will ich nicht hin. Ich will hier das Eisen. Auch das muss mal sein. Kann die da oben wieder rumschreien, das ist mir egal. Ich weiß gar nicht, ob die hier unten dann wirklich bis hier runterkommt. Oder ob die dann da oben stehen und keine Ahnung, wo er ist, machen. Sehen wir dann. So, das sind jetzt, guck mal, wie die XP da unten rollen und wir haben schon 20.000 Eisen wieder gesammelt. Das ist so krank. Das ist so krank. Aber wie gesagt, wir brauchen das. Ja, weg damit. So. Hoffen wir, dass wir hier auch noch Kohle und so finden. So 100.000 Kohle mal zu finden, wäre echt eine Wohltat. Kohle und Nitrat. So, dann müssten wir zwar einfach nur zu einem Kohlevorkommen gehen und da dann runterbuddeln oder Nitrat, ne, aber jetzt sind wir gerade hier dran, gleich ist 22 Uhr oder es ist jetzt 22 Uhr, das heißt, da werde ich jetzt nicht oben rumfahren und da suchen und eine neue Mine aufmachen. So, einmal tanken. Nächster Kommentar. Oder direkt zwei. Der Rolf schreibt, Turret und zwei Schuss. Ich sag mal nichts mehr dazu. Habe ich doch extra gemacht, Rolf. Extra gemacht. So, und Kai schreibt, hey lieber Ede, eine richtig klasse Folge, war wieder schön dir zuzuschauen. Würde dir gerne mal meine Base zeigen, wie ich sie aufgebaut habe. Eine spannende Horde, danke für deine Zeit und Geduld. Lieben Gruß an dich und alle Edenauten. Du kannst im Discord Bilder posten, Kai, von deiner Base zum Beispiel. Weil es halt immer schwer ist, Zeit zu finden, wann ich mir deine Base zum Beispiel mal angucken könnte, ne? Weil ich habe ja so viel zu tun, dürft ihr nicht vergessen, 3-4 Kanäle, ne? Da bist du den ganzen Tag beschäftigt. Jede Minute der Freizeit wird irgendwas gemacht. So, weiter geht's. Aua, was soll denn das? Einfach vom Eisen erschlagen hier. So. Da. Da. Schupp. Sehr schön. Da kommt wieder was. Ah, nur Sand hier leider. Ich glaube, das hier ist echt so voll die Eisenmine. Gleich wieder Level up. Wir müssen dann übrigens sparen, die Punkte. Damit wir wieder ganz vorne in dem, die, wo das so viele Punkte kostet, dass wir da mal weiterkommen. Ich weiß gar nicht, was für ein Level wir jetzt sind. Wir kommen auch überhaupt nicht mehr zum Looten gehen oder so, ne? Wir sind immer nur am Farm. Farm, Farm, noch mehr Farm. Das ist übelst hier. Übelst. So. 23:40, was kommt da? Noch mehr von dem Zeug. 400. Zack. So, lass mal alle gucken. Wir haben jetzt noch zwei Kommentare, und zwar einmal vom David. Schöne Hordenfolge, schöne Grüße an dich und alle Edenauten. PS, hast meinen Kommi in der letzten Folge nicht vorgelesen. Ansonsten immer schön, dir zuzusehen. Gruß zurück, David, und echt, habe ich den überlesen? Dann tut's mir leid. Sorry. So, der Andreas schreibt noch, die Granaten sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Ich habe aktuell in Vanilla ein Spiel laufen, in dem ich die Punkte in Agilität versenkt habe, statt in Stärke. Dort nutze ich in der Hordennacht explodierende Armbrustbolzen in meiner Base.
Da fliegen die Zombies auch durch die Gegend. Allerdings ist der Verbrauch an Klebeband echt massiv. Ich brauche pro Horden ca. 100 Klebeband, um die Armbrustbolzen herzustellen. Alter Falter, hätte ich ja gar keinen Bock drauf, Andreas. Die Blast-Mod kannst du übrigens in alle Waffen packen. Das passt auch in die AK. Siehst du, Andreas? Dankeschön dafür. So, machen wir das hier weg. Ich würde sagen, weil es hier zu langweilig wird, ich buddel jetzt noch die Nacht durch. Wir sehen uns gleich sofort wieder. So, es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende hier mit Eisen und Blei und was weiß ich. Wir haben jetzt 50, 100, 123.000 Eisen gesammelt. 5.000 Kohle, 7.000 Blei und jede Menge Edelsteine und sonst was. Aber wie du hörst, wir haben Besuch hier und ich habe keine Ahnung, wo und wie die hier reinkommen. Weil das hier scheint immer noch zu sein, ne, oder? Ich glaube, das ist noch zu. Irgendwo, irgendwie müssen die hier ein Loch reingekriegt haben. Ich habe aber keine Ahnung, wo. Werden wir dann sehen. Wir versuchen jetzt mal, uns hier nach oben zu hüpfeln. Ohne runterzufallen. Ich kenne mich ja. So, so passt das. Man hört es, ne? Hier so sind die irgendwo. Kann uns jetzt egal sein. Oh, die sind gelb. Warum? Hier sind sie. Okay. Oh, mich nicht kaputt. Ich will nur hier raus. So, die werden alle hier irgendwo im Loch hängen. Ich lasse sie einfach mal in Ruhe, ja? Ja, genau, du mich auch. So, machen wir mal ein bisschen Spaß hier. Wie wär's? Clan Behemoth. Immer noch. Immer noch, Herr Behemoth. Ich glaube, es hackt, ey. Da ist Maya. Jetzt ist irgendwie der Sound weg. So, wir wollen nach Hause, dahin. Dann sind wir total verkehrt. Wir müssen nämlich da hinten hin. Hallo. Alter. Demolisher, Behemoth, alles nachts. Guck mal, was da rumläuft. Ich möchte nicht wissen, wie viele Schreitanten da waren. Eigentlich will ich gucken, was die da gemacht haben. Aber wir müssen noch 10 Minuten warten, bis sie die alle wegkriegen hier. Ach komm, Geier, verpiss dich. Was ist das denn hier? Das ist auch irgendein Gebäude. Da könnte man mal gucken gehen. Kenne ich ja gar nicht. Interessant, interessant. So, komm, 10 Minuten noch. Das kriegen wir hin. Nee. Das ist halt der Nachteil, wenn du den Bohrer benutzt. Du hast keine 5 Minuten Ruhe, ne? Die kommen sofort an. Die Schreitanten. Mutierter. Ja. So, ist zwar schade um die Munition, aber ich glaube, anders kriegen wir die nicht weg. Vor allem den Behemoth da hinten und so, nicht? Da ist noch die Schreitante. Was ist das hier? Medium Storage Chest, kennen wir schon. Gib her. So, lass mal gucken, wer alles hier ist. Hier haben sie wohl irgendwo ein Loch gebuddelt. Was denn für einer da? Exploder? Oh nein, bitte nicht. Alter, jetzt hänge ich an meinem Moped fest hier, weißt du? Was ist denn das für ein Kack? Komm her, du... Ja, genau. Geh weg da. Mann, ey. Alter. So, jetzt reicht's. Ich bin weg. Die Schnauze voll. Kam da schon wieder eine Wanderhorde oder was? Kam da? Das ist ja abnormal, ey. Lass mal gucken. War das schon wieder eine Wanderhorde? Screamer Spawner, okay. Nein, der Screamer war das, so wie es aussieht. Eieieiei. Eieieiei. So. Gehen wir mal hier hin. Das macht richtig. Aber ich hoffe, die kommen nicht hier hin.
Den können wir mal gerade essen. So. Meine Güte, du. Meine Güte. Krass. Wird ja der Hund in der Pfanne verrückt hier. So, da sind noch 2000 Eisen drin. Da kannst du jetzt eigentlich die hier so reintun. Halbiert. Hier kannst du die reintun, halbiert. Bitteschön. Dann kannst du hier in den Bergbau kannst du den Rest reintun. Den können wir gleich verteilen. So, Werkbank. Einer, Händler kann direkt das und das und das hin. Das bitte nicht. Da, 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 da. Wie ihr kommt hierher, dann gibt's Ärger. So, erste Hilfe. Oh, 24 mal den Blöden hier. Aber der bringt halt nicht viel, ne? Der bringt nicht viel. 10 Gesundheit, okay. Das ist ja gar nichts. Kannst du ja immer weiternehmen. So, kannst mir den hier mal geben. Dankeschön. Immerhin haben wir schon 166 Leben jetzt. Das ist ja schon mal was. So, Waffen und Munition, nein. Bei Essen kann der Kürbis und das Wasser hin. Das kannst du zerlegen, zerlegen. Das kommt hier hin. So. Bergbau, die Steine. Ja, wohin damit, ne? Wohin? Pack hier unten drunter nochmal welche. So. Und jetzt können wir hier gucken. Hier haben wir wieder 60, ne? Jawohl, zack, zack. Rezepte. Das nehmen wir jetzt. Scavenger, Survivalist, Miner, fertig. So, wie gesagt, dann hätten wir ihn jetzt schon auf 8, ne? Also noch 394 Stahl, das könnten wir machen. Hier sind noch 141 davon zum Reparieren. Was haben wir hier? Die 507. Das ist aber schade, weil wir brauchen die Munition für die Hordennacht, ne? Ist echt übel. Oder wir skillen das so weit hoch, dass wir dann mit den Mega-Super-Granaten da arbeiten können. So, Moped. Nee, da nicht. Da vorne liegt's. Grün getarnt ist es. Grün getarnt. Ist natürlich blöd, ne? Sollen wir da hinten nochmal hin, die alle killen? Weil da waren mindestens zwei Polizisten und so. Liegt auch alles voll mit den... Keine Ahnung, wir gehen nochmal gucken, weil da war ja auch das Gebäude. Da möchte ich wissen, was das ist. Was da reinkommt. Ist unglaublich, was da angerannt kommt oder kam. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Da steht doch schon so ein Soldatikus. Die Frage ist, sind die jetzt noch da? Sind die weg? Sind die despawned? Kein Mensch mehr da. So, da hinten ist ein Haus. Die ist da unten drin. Oder hier. Hallo? So. Da sind sie rumgehüpft. Okay. Noch eine? Wie viele denn noch? So, was ist hier drin? Wow, eine Dynamitstange. Da ist das. Kannst du mir geben. Dankeschön. So, wie viele Punkte haben wir noch? 3. Können wir direkt wieder machen, ne? Farmer, Miner. Genau. Heißt wieder Hauptader auf 8. Von 105 auf 120. Jawohl. Hier noch schneller. Perfekt. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Weil jetzt haben wir wieder jede Menge Eisen. Jetzt müssten wir eigentlich hingehen und noch Forges bauen. Können wir ja mal gerade gucken. Big Forge, Advanced Forge. Hier, dafür brauchen wir... Guck, wir könnten 3, wir könnten 4 Stück könnten wir bauen. Dann bräuchten wir nur 800 Leder, 200 Leder, 800 Lehm und 100 kurze Eisenrohre. Das müssten wir eigentlich alles haben. Das müssten wir eigentlich alles haben. Da hinten liegt nur einer. Können ja mal ganz frech sein und einfach hier reinhüpfen. So, füllen wir den Sack da. Dankeschön. Hier haben sie sich einen schönen Gang gebuddelt. Hier waren sie dran. Da waren sie dran. Alter. Alter Falter, wo die hier rumbuddeln. Nee. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Nein. Oh.
Macht aber nichts, da haben wir uns gerade einen Weg nach oben. So. Wie schön hier hoch. So, da. Mann, was tut Ede da? Oh Mann. Oh oh. Wir können es nicht aufheben, weil bis oben wird voll. Na toll. Ach, der ist auch schon hier verbunden. Ah, Meisterleistung wieder, ey. Meisterleistung. Komm, gib her. Wo ist es? Da. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis. Die sind auch gut. Die sind auch gut. So, da ist noch ein Sack. Keine Ahnung, was das für ein Gebäude da hinten ist. Ein Hühnerei. Wo sind eigentlich... Ist hier noch ein Sack? Ja, guck, da ist noch ein roter Sack. Ist auch gut. Muss ich einfach so, die Rucksäcke in der Gegend rumstehen. Das ist mir jetzt zu groß. Mal gucken. Gucken wir mal da hinten bei dem Kleinen, was das ist. Ob es überhaupt klein ist oder ob das auch wieder so ein Monsterteil ist. So, ich sehe auf jeden Fall schon mal überall hier abgesperrt. Das sieht mir doch schon gut aus hier. So platt. Der Typo stand doch hier rum. Ich habe ihn doch eben gesehen. Ah, das riecht ja wieder nach Hunden. Zum Beispiel. So. Wofür tue ich mich überhaupt ducken, wenn die eh hier ankommen und schreien? Hallo, bleib doch mal. Mann. Eigentlich Munitionsverschwendung, ne? Nicht eigentlich, das ist Munitionsverschwendung, was ich gerade mache. Sonst noch wer hier? Mhm. Verbände. Ach, come on. Das. Oh, Munitionskasten. Aha. Aber brauchen wir nicht. Das ist die Kackmunition. Und wir sind überladen. Super. Soll ich auch mal alles hier? So, was haben wir hier? Mini-Station. 10 Stahlbahnen. Haben wir das schon mal? Weg damit. Und dann müssen wir gucken, wo es da runter geht. Da müssen wir auch noch hin. Was ist hier drin? Eisen. Nix, nur Schlafsäcke. Ich will immer noch wissen, wo die Hunde sind. Guck mal, alles bei uns da hinten, ne? Da hinten sind wir. Direkt um die Ecke. Direkt um die Ecke. Hm. So, also hier ist nix. Was haben wir hier? Verschlossen. Na toll. Ja, okay, nee, jetzt nicht. Das müssen wir mal gucken, ob wir das nächste Folge machen. Das dauert mir jetzt zu lang, vor allem wenn ich auf die Zeit gucke. Wir sind ja total am Übertreiben hier, am Eskalieren. Dann würde ich sagen, da kommen wir nächste Folge hin. Ich packe das jetzt alles in die Schmieden, baue noch 2 extra Schmieden mindestens. Du kannst, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.